Warum nur 2 Tage? Warum? Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe einen Beitrag oder einen Bericht gelesen, da geht es ums Verlassenwerden und wie du in nur 7 Tagen wieder glücklich wirst. Sprich, du hast Liebeskummer, aber das nur 7 Tage. Stellt euch mal vor, wir weinen monatelang das Kissen nass. Wir überqueren Berge, Berge der Trauer. Wir nerven täglich unsere besten Freunde damit, dass wir nie wieder glücklich werden. Für uns gibt es nur den einen oder keinen. Und dann kommt plötzlich jemand mit der 7-Tages-Formel. Tja, so einfach geht das. Ich habe mir das alles durchgelesen. Ich verstehe nur nicht, warum man auf diese 7 Tage kommt. Also ich kann es nicht herauslesen, warum 7 Tage. Wer eine Trennung durchlebt oder wer verlassen wird, meistens verlässt der eine ja den anderen, außer es verlassen sich beide, dann ist das alles halb so schlimm. Erlebt mehrere Phasen oder muss durch mehrere Phasen gehen, um diese Trennung zu überwältigen. Ich meine, man erlebt Schmerz, man erlebt Trauer, man erlebt aber auch eine Illusion, eine Hoffnung. Meistens wollen wir die Trennung nicht wahrhaben, weil wir können uns einen Neuanfang nicht vorstellen. Wir können uns auch nicht das Neuverlieben vorstellen. Hier steht zum Beispiel Schritt Nummer 1, wenn du verlassen wurdest, lautet also akzeptieren und den Schmerz zulassen. Das wird dir dabei helfen, schneller wieder glücklich zu werden und nicht mehr in der Vergangenheit herumzuirren. Ja, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Zulassen, damit man es verarbeiten kann. Ob man dadurch wirklich in 7 Tagen glücklich wird. Bei einer Trennung neigen wir fast alle dazu, unseren Partner zu idealisieren. Vor allem, wenn du verlassen wurdest, wirst du dir nach dem Abschied viele Vorwürfe machen. Sätze wie, er war so perfekt oder ich finde nie wieder so jemanden, könnten dir jetzt in den Sinn kommen. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Komm, wir idealisieren immer den Partner oder danach doch sehr schnell. Also ich finde doch, komm, wir idealisieren. Wir machen uns Vorwürfe, vielleicht nicht mit Sätzen wie, er war so perfekt, aber wir wollen nur den einen. Wir wollen nur den einen. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Aber man sagt zum Beispiel auch, dass man sich mit den negativen Seiten auseinandersetzen soll, nicht mit den guten, also nicht, was er für dich gemacht hat oder wie toll er doch war und wo ihr alles wart und was er zu dir gesagt hat, sondern mit der negativen Seite. Hier steht, das hilft dir dabei, die Vergangenheit nicht mehr zu idealisieren, sondern die Beziehung so zu sehen, wie sie wirklich war. Und wenn es zur Trennung kam, lief nicht alles perfekt. Und das ist es doch. Warum sollte man sich trennen, wenn alles perfekt war? Manche Menschen haben nach einer Trennung das Gefühl, nicht mehr gut genug zu sein oder nicht mehr liebenswert zu sein, weil warum verlässt mich mein Partner, wenn ich gut genug bin? Die Partnerschaft ist kaputt gegangen, an irgendetwas muss es liegen und eigentlich nur an mir. Und gerade dann, wenn man verlassen worden ist wegen einer anderen, ich glaube, die Selbstzweifel sind einfach da. Nach der Akzeptanz kommt die Realisierung. Es kann gut sein, dass du 2 Tage wie ein Trauerkloß durch den Alltag schlurfst. Warum nur 2 Tage? Warum? Und alles grau und schwarz scheint. Lass das zu, verbiete dir diese negativen Gefühle nicht. So wirst du sie am schnellsten los. Nur so kannst du das Verlassenwerden verarbeiten. Die Trauer muss raus, nur so kannst du glücklich werden, steht hier. Ja, die Trauer muss raus, aber bei mir dauert die Trauer etwas länger, also 2 Tage. Ich weiß nicht. Es wäre toll, wenn ich nur 2 Tage da sitze wie ein Trauerkloß. Ich finde, dass die Anfangsphase doch mit am schlimmsten und längsten ist, weil die Akzeptanz, das Eingestehen und es wird nie wieder so sein und damit erstmal klarkommen, das ist gar nicht so einfach und einige brauchen dafür länger, andere wiederum nicht. Es ist schwer, aber es wird dir die Trennung massiv erleichtern. Verzeihe ihm, du kannst nicht abschließen, wenn du einen Groll hegst. Du kannst nicht weiterkommen, wenn dich Ärger in der Vergangenheit hält. Das sehe ich auch so. Verzeihe ihm, eigentlich muss dir dieser Mensch egal werden. Eigentlich muss dir dieser Mensch wirklich egal sein. Du darfst ihn nicht mehr stalken. Also auf Social Media natürlich. Und er darf dir nicht mehr wichtig sein. Jemand kann dich verlassen, aber ob du deine Person in Frage stellst, ist deine Entscheidung. Du bist genug und verdienst jemanden, der deinen Wert erkennen kann. So schön. So schön gesagt.
geschrieben. Ergreife aktiv Maßnahmen, um aus der Opferrolle herauszutreten. Lege den Fokus auf dich und auf geliebte Mitmenschen. Schenke jemandem, der dich nicht wollte, nicht deine ganze Aufmerksamkeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, Dinge zu unternehmen, die Freude machen, Neues zu lernen, Spaß zu haben. Jetzt ist deine Ich-Zeit gekommen, in der du dich um dich selbst kümmerst. Die Ich-Zeit ist eine ganz besondere Zeit in einer Trennungsphase, auch eine sehr bedeutende Zeit, weil du dich dann halt, wie gesagt, um dich kümmerst und du findest dich auch neu. Ich finde doch, das ist immer ein Lernprozess und eine Neuentdeckung. Was magst du? Wer bist du? Und was willst du überhaupt? Gerade wenn du viel Zeit mit dir verbringst, denkst du darüber nach, du orientierst dich neu, du setzt neue Ziele und Träume und vielleicht weißt du dann auch, was du nicht möchtest in deiner neuen Partnerschaft oder was du eben willst. Auch wenn du es dir gerade vielleicht noch nicht vorstellen kannst, du wirst dich irgendwann wieder verlieben, du wirst wieder glücklich sein mit einem neuen Partner an deiner Seite, der vielleicht viel besser zu dir passt. Das vielleicht ist gut. Und jetzt zerbricht alles wieder, weil vielleicht. Er passt nur vielleicht zu dir. Natürlich wird er besser zu dir passen. Hallo? In dieser neuen Partnerschaft können die alten Selbstzweifel wiederkommen. Du kannst plötzlich eifersüchtig werden, besitzergreifend oder auch Probleme damit haben, emotionale Nähe zuzulassen. Du hast einfach Angst, schon wieder aus heiterem Himmel verlassen zu werden. Wenn du bemerkst, dass die Selbstzweifel lauter werden, solltest du wieder verstärkt Maßnahmen ergreifen, die dein Selbstwertgefühl steigern. Selbstliebe statt Selbstkritik. Ich glaube, das passiert auch dann, wenn man sich zu schnell in eine neue Beziehung stürzt. Also gerade dann, wenn man die Trennung noch nicht verarbeitet hat. Viele wollen auch nicht alleine sein oder man hat dann auch Sehnsucht, völlig normal. Aber ich glaube, man hat dann auch Angst, dass man nie wieder eine neue Partnerschaft findet und deswegen sucht man verzweifelt und man konzentriert sich auf andere Dinge als auf die Trennung. Das war jetzt, in 7 Tagen werde ich wieder glücklich. Also ich kann, wie gesagt, nicht herauslesen, wo die 7 Tage sind oder warum es nur 7 Tage dauern soll. Ich finde, es ist ein Prozess. Es wäre toll, wenn man in 7 Tagen wieder glücklich ist, definitiv. Aber es geht nicht so einfach. Es geht wirklich nicht so einfach. Ich habe tatsächlich schon Menschen kennengelernt, die da sehr schnell waren oder die sehr schnell eine Trennung verarbeiten oder verkraften und dann weitergehen. Jeder Mensch ist individuell und jeder braucht auch seine eigene Zeit. Die sollte man sich auch nehmen. Ich glaube aber auch, dass man nicht jahrelang trauern sollte, weil das macht krank und man sollte schon darauf achten, dass man schnell rauskommt oder dass man dafür was tut. Aber jeder hat nun mal sein eigenes Limit und das ist okay. Ja, ich beende das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut und bis bald. Tschüss.